Oh nein, und eine zweite Chance. What's up, ladies and gentlemen, und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Wieder aus Hamburg heute mit dem Spiel FC St. Pauli gegen Paderborn. Wir gehen rein, es wird geil, let's go. Hier ein Wahrzeichen aus Hamburg, das Hamburger Rathaus. Und heute ist natürlich wieder mal Hamburger Schiedwetter beim Spiel. Aber es ist egal, das Stadion ist überdacht. Okay, Leute, schaut euch das an. Also in Hamburg ist das Wasser weg. Und was sehen wir unten? Mein Freund, rest in peace. Wow. Einfach ein Roller, der, ja, abgedankt hat. Wir sehen Sehenswürdigkeit Nummer 2, der Hamburger Michel. Dort ist er. Das ist hier die berühmteste Kirche. Direkt am Hafen. Der Hafen ist dahinter und wir fahren jetzt dort lang, weil dahinter ist das St. Pauli-Stadion. Da ist die ganz, ganz komische Meile, die Reeperbahn. Da vorne ist das Heiligengeistfeld und dort werden wir gleich das Stadion sehen, das FC St. Pauli. Richtig geiles Stadion von außen. Wir gehen da jetzt hin und schauen uns das an. Hier ist das berühmte Heiligengeistfeld, wo der Hamburger Dom immer drauf ist. Der ist gerade weg, die bauen gerade ab. Wenn wir hier rüber schwenken, dort sehen wir das geile Millerntor. Einfach geil, das Stadion. Guckt euch mal dieses geile Stadion an. Es wurde, ja, schon ein bisschen her, wo diese Tribüne hier aufgebaut wurde. Die wurde auch neu gebaut, hinten auch. Es ist einfach richtig, richtig geil von außen. Schaut euch mal dieses geile Graffiti an der Stadionwand. Geil. So, die Gästefans erreichen auch hier langsam das Stadion, SC Paderborn. Auch vorm Stadion sind schon die meisten Fans. Da oben gehen wir rein, aber wir gehen jetzt auf diese Seite. Leute, guckt euch mal bitte diese geile Haupttribüne an von außen. Das sieht aus wie eine Festung, wie die Hamburger Hammerburg. Also mega, mega geil. Da oben das geile Logo. Hier oben sind Logen. Da gehen wir aber jetzt hin. Ich bin drin, was für ein herzlicher Empfang hier bei St. Pauli. Hier ist ein Kinderblock, überall sind geile Graffitis und innen sieht das auch mega geil aus hier im Stadion. Also schaut euch mal bitte diesen Innenraum vom Stadion an, das sieht einfach so geil hier aus. Also dieser Club hier ist einfach geil. St. Pauli ist geil und gehört in die erste Liga, Punkt. So Leute, wir filmen jetzt mal den Eingang ins Stadion. Schaut euch das an. Wie geil ist es hier bitte. Da sind die Gästefans. Und hier ist das Stadion. Ich würde mal sagen, wir haben wieder alles richtig gemacht mit diesen geilen Plätzen. Wir sind zwar jetzt nicht Mittelfeldlinie, aber wir sind sehr nah am Spielgeschehen. Und dort ist das eine Tor. Da hinten ist das andere Tor. Mega, mega geil. Guckt mal auch oben. Da steht schön FC St. Pauli 1910, Millerntor. Also es ist schon ein sehr, sehr geiles Stadion, mitten in Hamburg, einfach mitten im Zentrum, Hammer. Was natürlich richtig nice ist, ist dort die Wilde Maus. Man sieht noch die Achterbahn vom Hamburger Dom. Und den Hamburger Fernsehturm habe ich auch gesehen. Dort ist er. Das ist der Hamburger Fernsehturm. So, passt mal auf. Ich schwenke hier rüber und was für eine Ecke sieht man da? Die Mecker-Ecke. Also das ist auch nur hier möglich. So, wieder perfekt zum Spiel. Der FC St. Pauli auf Platz 11, unglücklicherweise, empfängt heute den Spitzenreiter aus Paderborn. Die haben aus, ich glaube, 5 Spielen 12 Punkte geholt. Also zurzeit eine Macht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der FC St. Pauli heute Paderborn schlagen kann. Und deswegen mein Tipp 2:1 für St. Pauli. Ich würde es ihnen gönnen. Die Vorbereitungen fürs Aufwärmprogramm laufen hier in Paderborn. Fleißige Leute, die jetzt schon aufbauen. Und dort sind noch mal ein paar Spieler, die sich den Platz anschauen. Schaut euch mal bitte an, was für einen geilen Becher ich habe. Der ist so sexy. Das geht auch nur hier. Okay, das ist eine Ansage. Also hier seht ihr, wie man verfeindet ist. Die Paderborn-Ultras kommen auch langsam auf den Platz.
oder was heißt auf dem Platz, auf die Tribüne, auf deren Platz. Man sieht das richtig, die tummeln sich dort. Da kommt er, the man of the match, Dennis Aitekin. Ganz elegant, wie er hier seine Runden dreht. Da ist er. So Leute, die Mannschaft vom FC St. Pauli ist da. Die sind bereit, hier heute den Sieg zu holen. Und die Stimmung ist auch da am Millerntor. Richtig geil. Auch die Mannschaft vom SC Paderborn ist auf dem Platz. Beide Mannschaften sind wieder da. Es kann starten. Langsam füllt sich das Millerntor. Die Tribüne ist schon fast komplett belegt. Die Gästefans sind auch zahlreich da. Auch die Tribüne unten ist belegt. Oben fehlt noch ein bisschen was. Aber ich glaube, das ist heute wieder ein ausverkauftes Ding. Schreibt mal bitte eure Meinung zu diesem Spielball in die Kommentare. Findet ihr den Spielball geil oder nicht so? Also ich muss sagen, das ist echt unglaublich geil, dass der FC St. Pauli vor jedem Spiel das Lied des Gegners spielen lässt. Einfach krass. Torschuss. Oh, eher harmlos. Ich glaube, Paderborn hat sich aufgewärmt. Die Fans sind heiß. Die Hymne läuft. Ich habe so Bock auf das Spiel. Das ist Wahnsinn. Endlich wieder Millerntor. Gänsehautstimmung. Das ganze Stadion singt mit. Okay, im Stadion geht schon mal ab, Leute. Die Stimmung ist definitiv da auf der Seite und auf der Seite. Ich glaube mit Abstand das geilste Einlauflied, was es gibt. Das habe ich auch noch nie gesehen. Vorm Anpfiff geht die Mannschaft zu der
Kurve und klatscht nochmal. Geil. So Leute, wir sind dabei. Das Spiel beginnt in ein paar Sekunden. Wir nehmen den Anpfiff natürlich wieder mit. Let's go. St. Pauli gegen Paderborn. Ist das die erste Chance für den FC St. Pauli? Oh, schade. Die Stimmung ist so brutal geil. Ist das eventuell eine Chance für Paderborn? Müller-Tor sind geil. Es ist einfach geil hier. Die sind auf jeden Fall auch am Tun und Machen, aber das Müller-Tor ist lauter. Die erste Standardsituation für den FC St. Pauli von der halbrechten Position. Eine sehr, sehr gute Situation. Bring ihn rein und mach ihn. Oh. Jetzt eine richtig geile Situation. Erste Eckballsituation. Oh, der erste Eckball für die Gäste. Mal schauen, was für eine Variante die sich ausgedacht haben. Er kommt kurz, geht wieder weg. Jetzt wird der Ball gebracht. Oh. Einfach geil, was die Fans da machen. Der ganze Block hüpft. Paderborn mit einer Chance. Ein guter Ball und... Oh! Mach es! Mach es! Mach das Tor! Oh! Leute, die Fans sind da. Die Mannschaft ist auf dem Platz. Das muss heute ein Sieg werden. Also hier wird jede Aktion von den Fans applaudiert. Die Fans stehen zu 100% hinter der Mannschaft. Sowas finde ich im Fußball geil. Ist das die Chance für St. Pauli? Also bisher klare Dominanz beim FC St. Pauli. Paderborn kaum Torchancen, Pauli schon ein paar richtig gute. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Tor. Leute, hört euch diese Stimmung an. Entwickelt sich hier eine Torschance für Paderborn, es kann gefährlich werden. Und aus. Aber es geht weiter. Die Chance lebt noch. Standardsituation für Paderborn. Oh, nichts. So Leute, komm, vor der Halbzeit. Macht es vor der Halbzeit. Ist das noch eine Chance vor der Halbzeit? Das 1:0 für Paderborn in der 45. Minute. Okay, die gehen ab, führen 1:0. Halbzeit am Müller-Tor. Es steht 0:1, 1:0 für Paderborn. Zweite Halbzeit, muss jetzt was kommen. Es ist Halbzeit, St. Pauli dominiert das Spiel. St. Pauli ist deutlich besser, geilere Torchancen, spielen besser. Und Paderborn macht in der 45. Minute das 1:0. Es ist einfach unglaublich. Aber wie gesagt, mein Tipp kann noch kommen. Ich habe gesagt 2:1 St. Pauli. Zweite Halbzeit werden hier noch Tore für den FCSP fallen. Und dann, glaube ich, ist das hier ein anderes Spiel. So Leute, Anpfiff zur zweiten Hälfte. Let's go. Da oben ist eine Botschaft an die St. Pauli-Fans. Oh nein, und die zweite Chance. So Leute, 11 Meter für den FC St. Pauli. Es ist geil. Hier fällt jetzt das 1:1 und dann das 2:1. Mein Tipp kommt. So. 1:1.
Klasse gehalten. Wirklich. So, du musst mal ein paar reinlassen jetzt. Du musst die mal durchlassen jetzt. Jetzt vielleicht. Die erste Auswechslung im Spiel findet auf der Seite von Paderborn statt. So, unser Pauli hat auch zwei neue Stürmer gebracht. Mal schauen, ob die was bringen heute. Also das sieht so geil aus auf der Tribüne. Mega geil. Ja, fast wieder eine Elfmetermöglichkeit. Aber leider nichts. Eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation und gute Freistoßsituation für den SC Paderborn. Bin mal gespannt, was die daraus machen. Nichts. Wir bedanken uns bei 29.299. Kontersituation für Paderborn. Boah, gefährlich, gefährlich. Okay, die gehen hardcore ab. Also liebe Leute, St. Pauli spielt guten Fußball, aber die haben einfach nicht die entscheidende Chance vorne, das Ding zu machen. Also bis zur Box spielen sie gut, aber ab der Box geht gar nichts. Wird das hier die Chance zum 1:1? Oh. Geiles Ding, Junge. Geiles Ding. Ich habe nur gedacht, Matanovic steht im Abseits, als er den. Hört euch das bitte an. Es ist geil. Paderborn. Auf Abseits. Okay, jetzt wird wieder kurios. Hört euch die Kulisse an, es ist so brutal. Und das Tor wurde zurückgenommen. Es war ein Abseits-Tor. Kontermöglichkeit für Paderborn. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das 2:1. So, Eckball-Situation für St. Pauli. Ich glaube es nicht. 2:2. Ich glaube das nicht. Was ist hier los? 2:2, Leute. Und es sind immer noch 4 Minuten. Was für ein Spiel, Leute. Einfach nur krass. Alle, 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 St. Pauli. So, die letzten Sekunden in einem unglaublich geilen Spiel. Was?
Paderborner Mannschaft wird verabschiedet von ihren Fans. Da gehen sie daran. So, meine Lieben, geiles Spiel, 2:2, viele Tore, ihr habt alles gesehen, es ist einfach geil gewesen. Abonniert kostenlos diesen Kanal, um noch mehr Fußballspiele zu sehen. Es folgen geile Spiele und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Auf jeden Fall ein Like hinterlassen und ein kostenloses Abo und dann geht's wieder los bei Fan Primus beim nächsten Spiel. Bis dann, bye bye.